Gut. Oh, ah, jetzt geht's weiter hier. Ich kann nichts sehen. Wir schaffen das. Was? Informationsansicht aktiviert. Ich bin hier, Arschloch! Gib dich wieder zu Georgie. Danny und Alice sind gerade mit dem Bohrer durchgekommen. Das ist aber schön für die. Aber trotzdem bimmelt es hier noch ganz schön. Verdammt, Alice, wo bleibt ihr denn? Der scheiß Bohrer ist dauernd heiß gelaufen. Bei dir und Lincoln alles okay? Ja, alles bestens. Wo ist Danny? Er schiebt alles weg, damit wir Platz haben, das Geld zu fahren. Okay, wenn wir hier oben fertig sind, werfen wir das Geld runter. Mach schnell! Die haben das Licht ausgemacht. Kümmert ihr euch um die Kohle, ich mach das hier klar. Ich such mir Deckung! Helf mir hier mal! Wir haben ihn! Umzingelt dieses Arschloch. Was ist da drüben? Ich hab dich abgesehen. Was ist denn zur Art gekommen? Ich geb dir Deckung. Festgenagelt. Die versuchen uns rauszutreiben. Konzentrier dich drauf, was du tust. Was? Deckung wechseln. Erst Richtung. Deckung in der Nähe L drücken und dann. Hier ist der. Hier rüber. Sind das nicht die Wachleute, die angeblich aus Baton Rouge kommen? Ein verdammtes Gemetzel! Wartet uns ab! Der Arschlöcher vom Leibling! Die haben aber einen Haufen Waffen. Hilf mir hoch. Fuck, die Wachleute ballern uns über den Haufen, sobald wir losrennen. Sag Danny, er muss uns hier rausholen. Diese Arschficker haben uns eingekesselt. Du musst dir was einfallen lassen. Ich hab TNT. Ich bring es auf unserer Seite an und lass es krachen. Und was genau soll das bringen? Wenn wir Glück haben, wird das Loch groß genug, dass ihr durchpasst. Wieso Glück? Hast du überhaupt eine Ahnung, was du da tust? Das ist Dynamit. Wie kompliziert soll das schon sein? Okay, brennt. Weg von dem Loch. Der ganze See fällt nach unten. Alter, was geht ab? Hey, liegt doch nochmal auf dem Geld. Oh Gott! Tu das weg, Alice! Ich versuch's ja! Dannys Bein ist eingeklemmt! Helf mir mal! Niemand weiß genau, warum Selma Kano es auf Thomas Burke abgesehen hatte. Aber er nahm ihm Point Verdun weg und gab es einem Vollstrecker namens Roman, der Schlachter Barbieri, der prompt eines von Burkes Beinen zerfetzte. Danny Burke machte bei dem Überfall mit. Ich meine, er war Schrauber, er hatte noch nie sowas zuvor gemacht.
Aber Thomas Burke bestand darauf. Er hoffte bei einem Erfolg der Aktion. Würde Sal ihm vergeben und er bekäme Point Verdun zurück. Aha. Hey! Angeblich gibt's nichts Geileres als eine vietnamesische Pussy. Siehst du das auch so? Vielleicht. Casanova Clay. Shit, Mann, ist verdammt gut, dich zu sehen. Ja, dich auch. Hey, wie geht's Nikki? Sie wollte auch kommen, aber naja, du kennst mich. Oh Gott, verdammt, Mann, so ein Scheißteil! Ja, allerdings. Komm, wir trinken Bier. Warten wir, bis der Alte sich beruhigt hat. Dann kann's losgehen. Okay. Hey, was geht? Ich habe schon alles vorbereitet und organisiert. Die Mädels werden da sein und so weiter. Aber wir nehmen lieber mein Auto. Mit deiner Scheißkarre können wir da nicht einlaufen, hey, oder? Was ist, du nennst meinen Superschlitten eine Scheißkarre? Pass auf, ich Junge. Ich sag nur, es gibt bessere Möglichkeiten. Das kannst du vergessen. Seine Karre ist der Hammer. Ich habe einen neuen Big Block drin versenkt, bevor er nach Vietnam ist. Das ist nicht das Einzige, was du versenkt hast. Vielleicht solltest du ihm erzählen, wie du dir die Kiste von Alice gepumpt hast, um mit den Girls auszureiten. Hey, Mann, halt nicht doch bloß raus, Auto gefickt. Ach, kein Grund zur Besorgnis. Er war immer gut eingepackt. Bitte, ich hab schon einen verfluchten Bastard in meinem Leben. Ich brauch nicht noch einen. Weißt du, was du machen wirst? Sauber. Und zwar jeden scheiß Zentimeter, nicht nur die Rückbank. Ich fahr doch nicht mit deiner Wichse durch die Gegend. Und du aushilfst, Clown. Du hilfst ihm dabei, klar? Vergiss es, ich hab doch keine abgekriegt. Das wundert hier keinen. Ach du lieber Himmel, ehe ihr Jammerlappen irgendwas gebacken kriegt, gewinne ich einen verdammten Zehnkampf. Schon gut, Dad, alles klar. Danny, Alice, ihr bohrt mit dem Bohrer ein Loch in den Boden des Tresorraums. Du und Georgie, ihr wartet drin. Ihr werft das Geld runter und dann raus, so schnell es geht. Der dämliche Bohrer ist kein Leichtgewicht, also brauchen wir ein Boot, um ihn durch die Kanäle in Position zu bringen. Alice und ich besorgen das Boot. Georgies Alter hat einen Wächter der Bank geschmiert. Er überlässt euch einen Truck. Mit der Karre und den Uniformen kommt ihr garantiert unbemerkt da rein. Kommt, wir sollten langsam. Ich muss noch bei Scarletta vorbei, paar Sachen vorbereiten. Und ihr zwei Arschgeigen glaubt nicht, dass ihr um die Sache mit dem Auto drumherum kommt. Das Ding ist sauber, wenn ich wiederkomme, sonst gibt's was ich an die Backen. Ich putz den Scheiß nicht. Oh ja, das wirst du. Mein Vater hat viel angepackt. Das meiste ist missglückt. Aber als junger Kerl hat er mal Schnaps geschmuggelt. Und so kannte er die Kanäle unter unserer Stadt. Und wusste, dass einer davon direkt unter dieser Bank verläuft. Es war seine Idee, diesen Bohrer mit einem Boot dorthin zu bringen. Er war ein echtes Dreckschwein, mein Vater. Er trägt die Verantwortung für alles, was passiert ist. Wenn du deinen Kopf riskieren willst, fein. Aber halt den eigenen Sohn daraus. Es ist seine Schuld, dass Danny tot ist. Okay.